Hallo, meine Lieben. Ja, willkommen zum Video. Ich hab das letzte Junk Journal fertig. Das größte und das dickste. Also, die Größe ist gleich, aber das dickste. Weil das nämlich 5 Seiten mehr hat. Ja. Vorne habe ich das so dekoriert. Und wir blättern jetzt da drin durch. Ursprünglich sollte das auf diese Seite, also nicht wunderbar, warum die Blume jetzt dort ist. Ich wollte es abmachen, auf einmal ist das Papier gerissen und deshalb musste ich das Band und die Blume da setzen. Ich wollte nämlich da eine Tasche haben, was man so öffnen kann und dass ich da den Tag hier reinstecken kann. Ja, das war so ein kleiner Unfall. Ja, 3 Junk Journals. Ach genau, das habe ich zusammengeknüllt. Es gibt ein paar Taschen. Ich zeige euch aber jetzt erstmal die Designpapiere. Hier habe ich eine Tüte eingeknüllt. Da kann man was reintun. Das ist auch aufgeklebt. Ja, ich habe viel verwendet. Hier habe ich eine Tasche mit 2 Tags. Die Tasche ist aus dem Restmaterial, also aus Restpapier nur. Hier habe ich eine Banderole mit auch mit 2 Tags. Und da ein bisschen ja, zu journalen. Wir kommen auch gleich schon zu den ersten Seitentaschen. So, die erste Seitentasche. Ich habe da 2 Karten reingemacht. Kann man da noch was reinschreiben? Oder soll ich was reinkleben? Hier die zweite Tasche, auch 2x Karten.
Wie gesagt, die Karten, die sind aus meinem Fundus. Da habe ich alles Mögliche am Papier verwendet. Hier habe ich auch nochmal. Zwei Karten. Das sind auch noch mal zwei Karten. Wenn man den Fundus hat, dann sollte man die auch verwenden. Ich habe aber sehr viel Platz zum Schreiben, zum Journal. Diese beiden Karten. Ich habe verschiedene Papierblätter verwendet. Ja, dickes. Ja, ich hoffe, das Junk Journal hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dann. Ciao, ciao.